Friends, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal. Der vielleicht letzte. Der vielleicht letzte Vlog meines Lebens. Wenn alles gut läuft, geht's weiter. Wenn es nicht gut läuft, ja, hinterlasse ich euch Mark. Streamt die Songs. Streamt die Songs, liebe Freunde. Ich küsse euer Herz. Auf jeden Fall, Freunde. Ich bin jetzt im Auto, ich bin sehr müde, ich habe nicht viel geschlafen, ihr wisst, ich habe Kreuzbandriss, ich war noch beim Physio vorher. Was für ein Vermächtnis. Ich hinterlasse euch Mark. Danke für nix. Danke für Nüsse. Auf jeden Fall, Friends, wir sind auf dem Weg und werden heute Fallschirm springen. Mit dabei ist auch mein Bruder Kamil, da ist der gute Herr, übrigens auch mein Personal Trainer. Die Nummer 1, was Training angeht, für alle Infos, alles andere werdet ihr bald mehrere Infos kriegen. Wenn ihr einen Trainer braucht, ist Kamil am Start. Auf jeden Fall, Marc ist am Steuer, liebe Friends. Wie immer. Wie immer. Und ja, Gazi hat auch gepennt. Gazi, wie fühlst du dich? Boah, ich bin gefühlt 2 Minuten wach. Ich bin auf jeden Fall fit und gleich fit gesprungen, Dicker. Kein Rückzug, kein Aufgeben. Ich schwör's dir, Alter. Flieg wie ein Schmetterling, Alter. Fliege wie ein Schmetterling und lande wie ein Stein. Lande wie ein Reissack. Aber wir, Freunde, ich weiß nicht, wie die Landung ausgehen wird wegen meinem Kreuzbandriss. Alter, es wird sehr schwierig. Nur mit dem rechten Fuß muss ich aufkommen wahrscheinlich. Armen Koi, Alter. Es wird wild. In 3 Wochen ist auch der Kampf. Alter, alles auf einmal. Ich habe so viele Termine die nächste Zeit. Ich schwöre euch. Talala. Es wird krass, Alter. Es wird krass. Auf jeden Fall, Freunde, wir werden gleich weiter drehen. Wir sind noch auf dem Weg. Ich wollte nur kurz reinschnuppern hier für das Intro. Danke für den krassen Support. Ich liebe euch. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns gleich. Sturf. Es ist aktuell 1 Stunde vor dem Sprung. Bruder, ich bin nicht aufgeregt. Also die Aufregung ist da. Es ist keine Angst. Es ist keine Angst. Ich kann es noch einschätzen. Es ist keine Angst. Es ist ein riesengroßer Respekt davor. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ja. Es ist einfach ein riesengroßer Respekt davor. Und ich habe schon gemerkt, der Sinan hat ein sehr mulmiges Gefühl. Ja, was auch, dich angeht. Auch wenn er sich ausspricht, aber... Ich kann die Story einblenden, nicht vergessen, Bruder. Es gibt keine Story. Fick deine Story. Freunde, wir sind hier gerade am Café Reuschenberg. Was ist das? Hier ist noch ein... kleiner Spielplatz gebaut für diejenigen, die ihre Kindheit noch mal Revue passieren lassen möchten. Ich rede gleich mit dem Tandemmaster von Sinan. Das ist aber eine Sache zwischen dir und mir, Marc, ja? Ja, ich behalte es für mich. Pass auf, ich gehe gleich zu dem Tandemmaster von Sinan. Ja. Ich sage, hier hast du 100 Euro. Ja. Bitte tu in den ersten 20 Sekunden so, als würde der Fallschirm nicht aufgehen. Oh, meinst du, er macht das? Nein, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Die nehmen das sehr, sehr ernst. Wie doch auch? Ja, aber ich glaube, die machen so einen Spaß nicht. Aber wir können es ja probieren. Wir versuchen unser Glück. Bin ich nervös? Ja. Bin ich aufgeregt? Ja. Fühle ich mich geil? Ja. Verdammte Scheiße, Digga. Oder ein bisschen, ein kleiner Moment für mich, Bruder, ja? Au! Ja, haben wir nicht alleine gebucht? Was soll denn der Scheiß? So, Friends, wir sind jetzt hier auf dem Flugplatz tatsächlich. Und ja, wir gucken mal, was die Webseiten sagen und dann schnappen wir uns so einen Rucksack. Komm. Marc. Bitte. Oh mein Gott, was ist das? Hab ich wieder vergessen, Aufregung. Warte, lass Gazi ein. Ich sag dir eine Weisheit. Oder nur wer riskiert zu fallen, kann wirklich fliegen lernen. Sei du die Veränderung, für die du die Welt wünschst. Guck mal, Bruder, sag deine Sache, ne? Also für mich ist es eigentlich gar nichts Neues. Wie ihr wisst, ich war ja 10 Jahre Navy Seal. Natürlich. Da war ich 4 Jahre bei der Bundeswehr. Für mich ist es gar nichts Neues, Bruder. Ich muss aber nur so tun, als wäre das was Neues, damit der Seaman sich wohlfühlt. Ja, ist korrekt von dir. Ist richtig korrekt von mir, oder nicht? Wallah. Ist gut, dass du an den denkst auch so. Ja, Bruder. Und du hast die Fremdenlegion vergessen.
wo du auch warst. Richtig, also ist alles nachweisbar, ne? Ich hab Urkunden und so ganze Scheiß habe ich dabei, Bruder. Die ganze Gold finanziert sich von alleine. Und bist du ein G, rauchst du Tiny. Warte, Scheiß noch so an, Bruder. Also wir begeben uns gleich auf 4000 Meter Höhe und haben dann eine Minute freier Fall. Genau. Was denn? Keine Ausreden, gleich wird gesprungen. Ich springe auf jeden Fall. Und ihr habt ungefähr 3 bis 5 Minuten mit gezogenem Fallschirm. Okay, Bruder, aber wie ist das jetzt? Wie sieht's aus mit? Ist das eine Bedingung festgesetzt für leerer Magen oder vollen Magen? Ich würde sagen, du solltest eine Stunde vielleicht vorher nichts essen. Wir begeben uns gleich in einem fliegenden Flugzeug. Vom fahrenden Auto ins fliegende Flugzeug. Vom fahrenden Auto ins fliegende Flugzeug. Ja, Bruder, mach, wie geht's dir eigentlich, Bruder? Ich frag eigentlich, ich weiß ganz selten, wie es dir geht. Wie geht's dir, Bruder? Erzähl mir ein bisschen mehr von dir, Bruder. Mir geht's sehr gut. Ich bin sehr aufgeregt vor euch, tatsächlich. Ehrlich, ja? Ja. Meinst du, kannst gleich mit hochfahren? Ich hoffe. Ich hoffe auch. Mir wurde gesagt, wir klären es vor Ort. Heute ist Freitag, Bruder. Wir müssen gleich mal das Freitagsgebet nachvollziehen, Bruder. Ja, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ja. Mach einen Zoom-Aufnahme auf meine Augen. Au! So, mit Foxy Lady heute. Fix und Foxy. Donzi Dancing. Donzi Dancing. Heute Donzi Dancing mit Foxy Lady. Es wird sehr wild, liebe Friends. Wir haben es euch versprochen. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber am Ende des Tages ziehen wir durch. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß an dem Vlog. Ich muss euch tatsächlich sagen, ich bin jetzt gerade noch gar nicht aufgeregt irgendwie, sag ich euch ehrlich. Aber das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn ich in der Luft bin. Und inshallah kommen wir gesund auf den Boden an. Alle anderen sind bis jetzt gut angekommen. Ja, ziehen wir durch. Dancy Dancing. Die wollen fliegen mit der PH-FSD. Ich habe gesagt, ich möchte lieber fliegen mit der PHFSK. Aber die PHFSD macht's auch, Bruder. Bekannt, die Maschine. Ja, Bruder, aber die FSK ist auch gut, Bruder. Ja, FSK 18. Ja. Ja, ich habe meinen Eierschutz vergessen, Alter. Ja, Mann, ist voll wichtig. Kurz vor dem Tod. Ja, man will angenehm sterben, Bro. Es ist auf jeden Fall geiles Wetter, gefühlt 30 Grad hier oben. Wo ist das hier? Höngste? Höxter. Höxter. Höxter, 30 Grad in Höxter. Ich muss ehrlich sagen, Höxter, sehr schönes Gebiet. Würde zwar hier niemals wohnen können, so dorfmäßig, so Idylle, aber richtig schön. Also hier hast du deine Ruhe. Ich habe ganz diesen Moment im Kopf, wenn die Luke aufgeht und dann sag ich, springt. Bruder, hab lieber den Moment im Kopf, wenn der Fallschirm nicht aufgeht. Alles cool und dann bin ich zur Stelle. Alles cool. Alles cool. Ich flieg so an dir vorbei. Gar nicht, alles in Ordnung. Ich hab zwar ein bisschen Übergewicht, aber wir können dich noch bei uns auf den Fallschirm nehmen. Hängst dich einfach dran. Ey, also wir beide und die zwei Tandemmaster und noch einer, der mitspringt, korrekt? Genau, so ein Tangamaster ist am Start. Das heißt, wenn der Tangamaster mitspringt und bei uns irgendwas nicht aufgehen sollte wie geplant, könnten wir uns einfach dranhängen und den auch in den Tod stürzen. Ja, ja. Sag dein. Nimm mit. Hi. Freunde, das ist ein Tangamaster, der wird jetzt quasi gleich vom Flugzeug schmeißen. Ja, ich bin sehr alt und manchmal ich vergesse Dinge. So offene Dinge. Der vergisst auch diese Bunch ziehen. Wir sind hier auch damit zusammen. Darf ich vorstellen, das ist Edward. Edward heißt der, ne? Ich glaube ja. Edward, der Tangamaster. So, können Sie jetzt das Rand, Sinan und Gatsby bitte einmal zur Einweisung. Oh, es geht los. Wallah, ich lasse mich direkt einweisen. Der Meister, der Tangamaster hat sich gerade vorgestellt, bester Mann. Ist kleiner als ich, Alter. Ich hoffe, der versteht sein Handwerk. Sonst war das mein letzter Vlog. Ja, was auch immer, ne? Lass dir Augen auf. Das Atmen wird ein bisschen komisch sein, wenn du den Mund auf. Oder? Warum spricht mein Tangamaster kein Deutsch? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das besser. We're falling down. Was? Ich kann kein Englisch. Nein, nein, ich kann die Beine komplett um. Genau. Ist das normal? Hier ist eine Schnur locker. Ist das normal? Wir haben zwei Fallschirme. Ja, es ist okay. Okay.
Ist okay. Ich denke, es ist okay. Du kannst sagen, Arsch. Ah, ich kann sagen, Arsch? Ja. Korrekt, du Arsch. Ja, Friends, wir sind gerade auf dem Einsatz hier, Air Force One. Wir haben Stützpunkt. So. Ich weiß, Friends, es sieht unwiderstehlich aus. Aber das ist der Calimero-Effekt. Wir treten durch Unbefugte verboten. Unbefugte, wir sind unbefugt hier. Lass uns zurückfahren.
Feeling, mein ah, geschafft, 4000 Meter. Vielen, vielen Dank. Ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Aber meine Ohren sind gerissen. Man, thank you so much. Hallo. Vielen lieben Dank. Danke dir. Ey, das war abgefahren, Digga. Ey, was war das? Das Krasse ist, wir sind so durch Wolken geflogen. Ich hab nichts mehr gesehen. Krass. Nur noch Wolken. So, wo bin ich, Allah? Boah, mein linkes Ohr ist so full, Digga. Der geht nicht mehr raus, leider. Boah. Alter! Hab ich schon gemacht, kommt nur bei rechts raus. Bruder, ich hab diese Fallschirm so nach rechts gedrückt, ich bin nur geflogen, aber nach Rottem. Man hat sich von oben lachen hören, so, yeah! Ja! Da hat er geschrien, ja, Junge! Wie war der freie Fall? Bruder, atemberaubend. Ich schwöre, der ist der Beste, Alter. Bester Mann, Alter. Ich schwöre, mit denen ist sicher, Alter. Richtig geiler Typ, Mann, Alter. Ist man über den Wolken sorgenlos? Wie ja. Der Songtitel sagt? Bruder, du bist. Fallschirm ging auf. Digga, was für ein Gefühl. Gazi! Der erste libanesische Kurde, der aus dem Flugzeug gesprungen ist. Oh mein Gott, wir sind ja beide nicht behindert in der Wolke. Verdammt, die Scheiße, was war das? Ich wollte nicht. Ey, das ist eine Sache, die muss man auf jeden Fall wieder machen. Ey, wie krank war das, Bro? Ey, du bist auch durch die Wolken geflogen, ja, ne? Bro, du hast nichts mehr gesehen. Nein, erstmal gar den. Ich denke, boah, wann hört das auf? Das ist einfach schneller und schneller. Ey, schneller. Das Krasse ist, du siehst ja nichts, nur die Wolken. Und dann dachtest du irgendwann, Kalas, der hat vergessen, auf dem Boden oder so. Bruder, dann gehen die Wolken weg, dann siehst du einfach die Erde, Bro. Alles grün. Das Krasse ist, ich gehe durch die Wolken und dann sehe ich alles. Und auf einmal sehe ich so die anderen, die warten schon auf uns. So, yeah, was geht ab? So, die so, yeah, yeah. Der eine Tandem, der kommt, der macht mir voll die Zeichen, sagt, ja, was geht? Ich so, Schatten, oder? Ich hab so Schattenbox gemacht, ich merke in der Luft, während ich die Schattenbox mache, scheiße, wir schwanken. Ich so, nein, ich mach immer so. Bruder, ey, mein Nix ist gerissen. Linkes Ohr? Ja, bei mir auch. Nein, rechte, bei mir ist gerissen, 100 Pro. In die Mütze, komm, wir müssen nach vorne. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache, Alter. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Komm, ich flieg nochmal, lo. Ich hab direkt gesagt, noch eine Runde. Ehrlich? Wallah. Ey, Bruder, das ist mit Abstand das Verrückteste, was ich gemacht habe. Aber auch das Geilste, was ich gemacht habe. Was ist denn jetzt? Was ist der nächste Step, Bruder? Jetzt ist Norwegen. Okay, jetzt haben wir Everest. Boah. Mount Everest, Cousin. Komm, lass machen. Marc, buch mal. Nächste Woche Mount Everest. Ey, das war so geil, Alter. Der Absprung, sag mal, freie mal, Fall. Springen? Sollen wir nochmal springen? Nein, komm. Ha? Einmal reicht, Bruder. Ha? Heute reicht einmal, komm.
Dein Trommelfell. Cousin, wenn Allah ey, geschrieben ohne hat. Scheiß, mein Trommelfell ist auf links am Platz. Bei mir ist durch, Bruder. Ich schwöre dir. Ich konnte nicht richtig. Wir müssen rüber, wir müssen uns ich konnte in der Luft nicht richtig feiern, weil ich gemerkt habe, zack, ist es gerissen. Aber Bruder, ich sag mal so. Wenn der Mardelli ein Wort gibt, hält er sein Wort, Bro. Friends, wir haben es geschafft, wir sind gesprungen, es war krank, es war genial, bester Mann, Alter. Yes, ich will noch einmal Flugzeug selber fliegen jetzt noch. Dann habe ich alles gemacht. Bis dein Herz. Dankeschön. Urkunde, Mission Impossible. Das kommt jetzt neben der Urkunde zum Navy Seal und der Fremdenlegion. Ich habe, Sinan, ich habe einfach, also Flug, wir sind eingestiegen, wir sind losgeflogen, alles war gut, keine Angst, kein gar nichts, ne? Dieses kleine ängstliche Gefühl kam aber, als wir schon gesprungen sind. Da kam das kurz auf. Ich habe einfach nichts umgesetzt von dem, was er mir gesagt hat. Ich auch nicht. Aber so. Ich habe einfach so Freestyle. Die Verletzung, die ich habe, ne? Ja. Ich fällt mir gerade auf, als der Fallschirm gezogen hat, hat das Seil sich an meinen Fuß verheddert. Echt? Ja, wallah. Deswegen ist das ja. Wie kommt das Seil überhaupt dahin, Alter? Ich habe meine Beine nicht zugezogen. Mein Dings. Ja, was willst du machen, Cousin? Einfach Freestyle, Cousin. Also, weißt du, wann ich schon ein bisschen mehr Aufregung hatte? Als wir in der Luft am Hängen waren. Und als der gesagt hat, warte, ich stell dir was um. Und dann ging der auf einmal so höher und ich ging so tiefer. Ich so, ey, bleib mal so, wie du bist. Also, keine Sorge, ich mach nur bequem. Ja, mach bequem. Ich so, was? Also, mein Trommelfell ist auf jeden Fall mies gerissen, Bruder. Also bei mir ist links noch ein bisschen verstopft, Alter. Aber ansonsten war sehr krass. Also ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, liebe Friends. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Missionen habt für Sinanji und Gazi, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch. Vielen Dank für den krassen Support. Wir lieben euch. 100%. Wenn ihr wollt, dass Sinanji und Gazi weiter auf Tour sind. Wie? Also ist noch was geplant? Wir machen 100% weiter, oder? Wir machen weiter, oder? Natürlich. 100%. Schreibt es in die Kommentare und dann gucken wir, was umsetzbar ist. Ja? Wir sehen uns. Au!